So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hades. Oder Hades, wie auch immer. Jetzt will ich hier nochmal ganz kurz gucken. Okay, damit hätten wir da zumindest schon mal alles auf Max. Zurücksetzen, das würde dann auch einen Schuss kosten. Dann. Nee, passt soweit. Also gut. Mit welcher Waffe gehen wir raus? Weißt du was? Ich versuch's jetzt tatsächlich nochmal mit dem Schwert. Ich habe zwar keine so vernünftige Range-Möglichkeit mit dem Schwert, aber ich will es jetzt mal versuchen. That one looks interesting. Yeah. Nee, ich würde sagen, wir behalten momentan das hier einfach aufgrund. Einfach bis ich ein bisschen besser in dem Spiel bin, dass ich nicht so sehr auf viel Leben angewiesen bin. Na gut, los geht's. Und ein Hammer des Dion. Daedalus, nicht Dionysus, meine Güte. Ein Sportangriff. Zweimal. Oh! Das hört sich nicht schlecht an. Okay, hier sehe ich ein bisschen wenig aufgrund dieser Statue, die da oben im Weg ist, aber egal. I'll destroy you. Ah! Ach du meine Güte, was mache ich denn? Ich sollte natürlich auch wieder wegrennen. Dich. Sehr schön. 10 Finsternis. Ja, ein bisschen, aber mehr leider nicht. Ah, Onkel Zeus. So. Ah. Warum meine ich eigentlich immer, dass ich mit meiner... Egal. Ich muss drauf aufpassen. Das hier ist der Fernkampfangriff und das hier ist der Dash. Denk dran. So you're son of Hades by that Nyx, the night goddess. Is that correct, nephew? Well, I suppose she's closest to a queen as your lord fathers like to find down there. I tried to match him up with some more wholesome types, but no, and here we are. Ja, wir wissen mittlerweile längst, dass wir nicht, ach ja, der Kettenblitz hört sich recht schlecht an, aber... Versuchen wir es mal so. Da haben wir einen Schlüssel. Wir brauchen Schlüssel. Wir brauchen definitiv Schlüssel. Gut. Letztes Mal sind wir ja bis zum Minotaurus im dritten Level gekommen. Okay. Ist das noch irgendwo jemand? Oh, natürlich. Dieser wertlose Angriff einfach an dem Gegner vorbei, um den da hinten zu treffen. Meine Güte. Okay, das hier ist Athena, das hier ist Zeus. Gehen wir mal zu Cousine Athena. Hä? Wie bist du an mir vorbeigekommen? So, sonst noch was?
Sehr schön. Und tschüss. You've met your distant relatives by now. We don't all share the same demeanor nor see eye to eye. Though all of us, I think, wish you the best. Hoffentlich. Spezialität ist Kraftfeuer und kein Ablenken. Das war Ablenken nochmal. Ah ja, doch, das. The strength of the goddess. Nein. Nein. Um damit umzugehen, bin ich noch nicht wirklich gut genug. Ich muss mich auch noch so ein bisschen daran gewöhnen, dass ich den stärkeren Angriff eigentlich spammen kann, ohne darauf warten zu müssen, dass der in irgendeiner Form recharged. Weiß nicht warum. Irgendwie hat das bei mir noch nicht so richtig registriert. Okay, zuerst die Finsternis. Dann, was hat dieser Brunnen hier? Nee. Oh je, was war denn das nochmal? Ah! Sisyphus. Okay. If I may be so bold, Your Highness, I was wondering, what brings you back around this way again? Same story? Look, I have to level with you, Sisyphus. I'm leaving the house. I've had quite enough. You understand, I'm sure. I'm going to the surface. Oh, that is quite an undertaking, Prince. If it wasn't you yourself proposing it, I'd like to call it madness, truth be told. Though, you're just mad enough to pull it off. Well, hey, I hope you make it. Good fortune out there. I got you covered, Prince. Cheers, mate. Vielen Dank. You can do this. Hoffen wir's doch mal. Sehr schön. Gut. Auch. Look who. Dead. Sehr schön. Okay, dann haben wir dich. Dich. Und jetzt ist da hinten noch irgendwo jemand. Ich sehe es doch. Sehr schön. Ja, machen wir das mal ein bisschen stärker. Moment, da war jetzt Gold drin und die sah ein bisschen anders aus. Kann ich. Da müsste hier überall nichts drin sein. Ich versuche gerade mich so ein bisschen daran zu gewöhnen. Oh, verschluckt, meine Güte. Zu sehen, in welchen Vasen sich tatsächlich was drin befindet. He lands again, huh? Okay. Had enough. Nicht schlecht. So nephew, my honored brother Zeus already has endowed you with his thunderous might. Well, you shall soon forget about all that after a taste of this. Ooh. Just back. Meeresfrüchte. Erd. Ah, das ist tatsächlich recht nett. Da dürfte nirgends was drin sein. Und da... Nö, auch nichts. Okay. Aber nochmal ein Schlüssel, das nehme ich doch gerne mit. Ach, meine Güte.
Okay, okay, okay. 95 von 100. Das ist noch ganz okay. Oh Gott, mein Hals. Wartet mal. Okay, weiter geht's. Ich merke gerade auch, dass mein Talisman jetzt mittlerweile recht gut dabei ist. Von daher könnte ich ja versuchen, andere Talismane hochzuleveln. Charon's Shop. Couldn't agree more, mate. I'll take it. You found me, little nephew. Strewn among the inventories of that most disturbing river boatman. That means you win my blessing. Just big. Ersten. Ne, nehmen wir das hier mal. Always a pleasure, Charon. Und ein bisschen Finsternis. Nehmen wir doch immer gerne mit. More pests. Verdammt. Das hätte ich vielleicht früher abschleudern können. Arschloch. Okay, Vorsicht. Ha. 25 zusätzliches Leben. Ich muss mich daran gewöhnen, dass hier der Damage erst kommt, nachdem ich am Ende angekommen bin. Echt jetzt? Nochmal, Charon? Na gut, dann versuchen wir es doch mal. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die mit... Nee, bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe gehört, was passiert. Du hast den Flammen überquert. Du hast es wirklich gemacht. That Hydra was a total bastard, though. Bastards. But you sound practically impressed with me there, Meg. I feel so flattered. You'll soon feel something else. I don't know how you did it, but it changes nothing. Okay. Boah. Ah, scheiße. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Oh, du... Natürlich versteckt er sich so, dass man ihn nicht richtig sieht. Okay, jetzt das schon wieder. Ach, bitte nicht. Okay, zumindest ist der weg. Ah! Ah, bitte nicht, bitte nicht. Ach! Idiot. Okay, okay. Ah, nicht schon wieder. Oh, du kleines Arschloch.
meint natürlich, dass es sich irgendwo verstecken muss, dass ich ihn nicht richtig sehe. Ah! Ich glaube ganz im Ernst, diese blöden Stacheln haben mir in diesem Kampf jetzt mehr Schaden gemacht als Megara selbst. Irgendwie ist mein Damage-Output viel zu niedrig. Oh. Könntest du mal damit auf... Oh. Ihr blödes Gezücht, ey. Könntest du jetzt vielleicht auch mal sterben? Es ist ja furchtbar. Wie wenig Schaden mache ich dir eigentlich? Oh. Okay. Meine Fresse, ey. Meine Fresse. Meg ist der erste Boss. Ich sollte zumindest so ein bisschen besser mit ihr klarkommen können. So, dann... Ja, verkaufen will ich eigentlich nichts. Hydra Light. Genau. Coin goes in, that comes out. Yep. Okay. Let's go up. Wenn ich nur nicht immer so schnell so viel Schaden nehmen würde, wäre das deutlich angenehmer. Be there soon, Bone Hydra. Sonst einen anderen Weg? Nee, nur da. So. Okay, wo seid ihr gegen? Ah! Nicht die. Nicht du. Okay, und tschüss. Da kommt der nächste. Oh, jetzt komm schon. Jetzt muss ich wie ein Idiot dastehen. Ah, die nehmen tatsächlich ganz gut Schaden, wenn ich sie... Bleibst du jetzt vielleicht mal stehen? Okay, über 80 Leben wieder. Das ist... Damit lässt sich schon eher arbeiten. Ah, Sisyphus haben wir da nochmal. Dafür habe ich nicht genügend Gold. Oder das war doch Sisyphus. What? Singing? Here? Na gut, vielleicht ist es ja abhängig davon, in welchem Gebiet ich mich befinde, ein anderer Charakter. Oh, wen haben wir denn da? Hey, you must be the Hades kid. How's it going then, your royal majesty? Nice to meet you. I'm Eurydice. What brings a big, important guy like you up to a place like this? Hi there. No need for formalities. I'm Zagreus. Just heading out on some official business, past the menacing Bone Hydra. Don't mean to be rude, though I'm in a bit of a rush. Well, don't you have your hands full, hon? I'll let you go. But there's one rule in my place, which is... Nobody leaves here empty-handed. You got that? So take your pick. My treat. Ooh. Oh, okay. Gut, doch. Nehmen wir das nochmal. Feeling better already.
Cool. Till next time. See you next time. Gut, dann sind das allerdings tatsächlich andere Charaktere, je nachdem in welchem Gebiet man sich befindet. Ja. Ah. Ah, Gegner können davon auch versteinert werden. Gut zu wissen. Ah. Okay, da haben wir dich. Ist sonst noch irgendwo was? Ah ja, da gibt's was. Okay. What's for sale? That's a relief. Kann ich mir ja beides holen. Eins brauche ich jetzt, das andere brauche ich definitiv später. Aphrodite. Moving on. Oh. Das hört sich nicht gut an. Witch's Circle. Ah ja, das stimmt ja. Ich kann ja Zeugs zurückwerfen. Ja. Farewell, ladies. You're going to love it on Olympus, little godling. The air is beautiful and brisk, the gardens lush, the feasting plentiful. Why, it must be the opposite of everything to which you are accustomed. All right. Kurz ist heute noch schwach. No love without pain. Oh, das ist aber ganz schön kurz. Okay, zumindest weiß ich das jetzt. Nektar und ansonsten haben wir nichts. Also gut. Holen wir uns den doch. Ach. Bin ich halt voll auf Nahkampf geskillt. Okay, sehr schön. Ich hatte zwar eigentlich gedacht, da hinten wäre noch irgendwo irgendjemand, aber der muss mal irgendwie gestorben sein. Nee, ich hol mir das Leben. Das ist ganz klar für mich. Oh, jetzt komm schon! Okay, ich merke schon. Athene. Ah! Du blödes Ass! Athene ist mit dem richtigen Timing wirklich richtig gut.
Mit dem richtigen Timing natürlich. Ach komm, wie viele Ranged-Gegner gibt's denn hier? Das ist Levels. Ah! Und natürlich bleibe ich hängen. Fick dich doch. Okay, sehr schön. Central Strength. Ich brauche wirklich irgendeine Möglichkeit, mich besser heilen zu können. Mal sehen, da haben wir einen Apfel. Vielleicht hat Charon ja irgendwas Interessantes. Thank you, mate. Nein, leider nicht. Okay, mal sehen. Let's relax. Okay. Das ist doch immer schön. Ein bisschen Gold zumindest, okay. Dann versuchen wir es mal. Mit der kurzen Reichweite habe ich kein... Räume ich mir keine guten Chancen gegen die Hydra ein. Okay. Okay, eine weg. Dann hauen wir das Zeugs mal zurück. Okay. Ach, und ich bleib natürlich voll drin stehen. Ah! Mist, ich stehe natürlich genau vor ihr drin. Ah, oh, genau! Blödes Viech. Warum kannst du mich stunlocken? Das ist nicht nett. Okay, zumindest weiß ich jetzt, wie man der Attacke am besten ausweicht. Okay, mehr Köpfe. Ah! Mist. Mist. Mist, Mist, Mist. Oh, that stupid Hydra. Yep, diese bescheuerte Hydra. Also gut. Ooh, why you made it all the way to Asphodel that time? That's pretty neat. Still died and everything, but not as quickly as you used to. So that's progress, right? I guess so. Was haben wir denn da? You called upon your humble court musician, as I understand, Lord Hades. Ach ja, stimmt. Referring to myself, of course. Well, Orpheus, if you're quite finished with your little stint within the depths of Tartarus, I'd like to ask again. Play us a song already, or else next time I'll not be quite so charitable with your punishment. Oh, that. I must apologize again, Lord Hades, sir, for I'm afraid that I've no wish to sing as yet. In spite of your persuasiveness, even. And that, is my final word upon the subject, at this time. Is that so? Why then, I'll go ahead and wait. I've all the patience in the world. He's in trouble.
Kann ich hier nicht? Hier könnte ich noch. Okay, Orpheus kann ich wohl keinen Nektar geben. Das ist ein bisschen schade. I have to say, lad, authorizing transfer of the fated list from the old archives straight into your chambers. Bold of you. And right beneath your father's nose at that. Oh, that? Just another job from the house contractor near as I'm concerned, sir. Not like anything on the list was getting done while I was stuck in the archives, besides. Well, that's the spirit, I suppose. If there's one thing I know, it's that the three fates always get their way. But if you wish to help them go about it, then perhaps they'll pay you back in kind. I wouldn't mind their help, I guess. Ja, wer würde schon nicht die Hilfe der Schicksalsgöttin wollen? Hey, I know you. Okay. Also gut, schauen wir mal. Kann man kein Wort mit Gold enthalten? I like the sound of this. Work approved and here's the fee, good contractor. How's the Heilung? My good shade, have yet another job for your distinguished team. The underworld could always use a little extra renovating, right? That's a good. Megaris not around. No. Das ist ein bisschen seltsam. Aber okay. Your Highness. Oh, hallo Dusa. Dir geben wir doch um. Hey. Falsch. RT, genau. Miss Dusa, I wanted you to have this. It's nothing really, just for your hard work. Prince, I'm really grateful for this, really, and I thought I kind of got something for you. Yay! Danke, Miss Dusa. I hope you're having a nice stay. Even though you don't want to live here anymore, Your Highness. And there she goes again. Ich finde die Kleine so niedlich. Nix, I have to ask you something. Are you certain that my search isn't in vain? My mother, what if she's gone? Your mother yet lives. There can be no other explanation. For if she did not, she would be with us, here. She was a good woman. Stately, kind. I wished to raise you as I thought she would have. I think I turned out okay. Okay, jetzt haben wir zumindest ein bisschen auf diese Erklärung, dass Nyx nicht unsere tatsächliche Mutter ist, weitergekommen. The fate abetting prince perhaps believes it was through his own choice that he procured the fated list of minor prophecies, but it was preordained. Oh no, not this determinism thing again. Something inevitable I can do. Fehlen auf jeden Fall noch ein paar. Oh Gott, da gibt's wirklich viel zu tun. Na gut, aber wir haben genug Geld für eine neue Waffe. Daher holen wir uns die doch mal. This one. Malfon, twin fists. Let's say we crack some skulls. Whoa, those are some paws. Ooh,
Okay. Okay. Oh, das ist aber dann auch wieder eine totale Nahkampfwaffe. Also die Angriffsgeschwindigkeit ist richtig gut, aber ich mag diese kurze Reichweite nicht. Ich glaube, ich bleib... Ich glaube, fürs Erste bleibe ich jetzt tatsächlich erstmal so ein bisschen bei diesem Speer. Habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, aber es kommt mir halt echt so vor, als würde ich damit am besten arbeiten können. Und jetzt will ich mal noch ganz kurz... Bei zerbrochenen Ohren gibt es eine Chance von 3%, dass sie alle Gegenstände erhalten. Oh! Das ist nett. Das ist nett. Vielen Dank, Medusa. Aber ich denke mal, dann könnte ich an dieser Stelle jetzt auch einen Cut machen. Ja, doch. Das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.